So, hallo. Damit das, was ich in einem der letzten Parts angekündigt habe, nämlich, dass ich zu viele Fortnite-Folgen habe und nicht dann genug Kirby-Folgen nachkommen, nicht passiert, nutze ich jetzt den letzten Ferientag und nehme noch ein bisschen auf und habe dann hoffentlich auch genug Kirby voraufgenommen, sodass ich da nicht allzu schnell in Bedrängnis komme. Aber man weiß es nicht. Mich wundert es, dass hier noch nichts aufgetaucht ist. Entweder mir fehlt noch eine Fähigkeit oder das ist einfach Deko. Aber es wundert mich ein bisschen, weil das gerade das hier alles wirkt doch, wie wenn da noch was kommen könnte. Naja. Aber wir haben auch noch ein Level vor uns. Vielleicht taucht danach noch was auf. Jetzt erstmal das Brückenlevel hier. 5 Waddle Dees. Okay, das ist wieder ein großes Level. Und wir gucken mal, was wir so Hübsches hier finden. Ich nehme an, es gibt gleich einen Port, weil das sieht nicht aus, wie wenn das Level da weitergeht. Teleport. Teleport. So, wir kämpfen uns hier mit dem Drachenfeuer einfach durch. Easy. Okay, hier würde ich jetzt allerdings das schöne Meta Knight-Schwert bekommen. Das Meta Knight-Schwert wäre natürlich auch eine Sache, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Aua. Allerdings habe ich jetzt schon wieder Schaden genommen. Nein, wir bleiben beim Feuer. Wir bleiben erstmal beim Feuer. Wobei, jetzt habe ich volle Energie. Ach komm. So. Und ich sehe doch da schon den ersten Geheimgang. Oh, das ist sogar ein richtiger Geheimgang. Ah, und ich brauche sogar das Schwert. Na, dann ist ja alles gut gegangen. So, wo darf ich kaputt machen? Bäm. Hier darf ich kaputt machen. Ich höre den Kollegen auch schon, den wir retten müssen. Oh. Easy. Nummer 1. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist noch so ein Poster. Und das war auch schon... Okay, 0 von 4. Gut, da gibt es ein paar mehr. Also 4 Poster müssen wir auch wieder finden. Gut. Irgendwas gibt es ja immer zum Sammeln. Hier sind es wieder die Poster. Erschreck mich doch nicht so. Okay. Ist das jetzt einfach so ein, hey, du kämpfst auf der Brücke gegen alle Minibosse noch? Mein Gott, ich treffe sie nicht. Das gibt's doch nicht. Nein, mein schöner... Mein schöner Dings. So, mach dich weg jetzt hier. Ja, die ist jetzt natürlich ein bisschen stärker als die im Kolosseum. Da merkt man jetzt den Kraftunterschied auch, ne? Aber das macht gar nichts. Sie ist trotzdem genauso schnell weg. So. Tschüss, Sikowski. Du darfst jetzt kaputt gehen, danke. Und da ist der nächste Gang. Okay, das ist jetzt überall, oder wie? Ja, gut. Geht es einfach nur geradeaus und wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Minibosse? Und ansonsten macht man Zwischenmissionen? Wie jetzt hier mit dem Ring wieder? Ah, nee, hier muss ich... Oh, hier muss ich jetzt den Wind nehmen. Okay. Leider nichts dann. Das war nicht so klug. Oh, wir starten wieder hier. Ach, komm schon. So, einfach mal nicht daneben springen. Gut, Nummer 2. Jetzt wäre die spannende Frage... Ob es hier auch wieder ein Poster gibt.
Ob es in jeder dieser... Ja, jetzt ist natürlich mein Schwert weg. Ah, blöd. Blöd gelaufen, aber kann man nichts machen. Nee, Poster gibt es hier scheinbar keins. Ich sehe zumindest keines. Oh, ich sehe allerdings was ganz anderes. Oha. Ja, Moment mal. So viel zum Poster. Okay. Okay, hätte ich fast übersehen. So. Kapsel. Okay, aber ich bin ganz ehrlich, die Bombenfähigkeit ist dann doch mein Favorit erstmal, was die Zweier hier angeht. Und da ist der nächste Kram. Gegen den Hammer-Dude. Weg. 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 Ah, Mist. Oh, hat er mich... Ja, jetzt hat er mich getroffen. Ich frage mich halt wieder, was hier die Spezialmission sein wird. Ich brauche den Hammer. Natürlich brauche ich den. Nee, wait, hä? Ah doch, das ist zum Hammer. Mit dem Hammer zum Drücken. Okay. Hammer! Komm zu mir. Und da drüben geht das Tor auf. Sehr gut. Dann gehen wir hier rein. Und haben hier auch Hammermissionen. Und da sehe ich schon das Poster. Da ist schon der Kollege. Okay, da geht das zur Seite. Okay, ich muss hier lang. Okay. Das ist ein ganz schön langer Weg. Achso, aber wir fahren mit dem Auto wieder nach vorne. Wir fahren mit dem Auto wieder nach vorne. Okay, I see. Ja, easy. Sehr easy. Okay, Poster haben wir, Waddle Dee haben wir. Wunderbar. Könnte es hier noch mehr geben? Ich glaube nicht. Schön. Ja, aber auch die Brücke ist jetzt so ein kleiner Mini-Boss-Wasch. Also es fühlt... Oh, da unten sehe ich was. Wait. Soll ich den einfach aus der Luft snacken? Okay, und wie komme ich zurück? Okay, einfach zurückfliegen. Ja, gut. Was wollte ich sagen? Auch das fühlt sich schon so ein bisschen in Richtung, ne? Ja, zumindest eine Art Finale an. Oh, einfach zweimal der gleiche, ist in Ordnung. Ach mein Gott, hau halt drauf. Aber die teilen sich die Anzeige. Die teilen sich die Anzeige. Das ist ja auch interessant. Hau halt drauf, Kirby. Ach, komm schon. Ja, komm, dann ist auch wurscht. Dann ist auch jetzt wurscht. So. Nachdem jetzt jedes Mal die Fähigkeit gebraucht hat, die es hier dann gab...
Oh, eine Rolle. Oh, das neue Eis. Okay. Da bin ich aber mal gespannt. So, hier sehe ich auf jeden Fall den letzten Waddle Dee. Quatsch, hä? War der nicht hier? Da ist er. Aber dann fehlt noch eine Mission. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Dass ich jetzt nicht weiß, was die letzte Mission ist. Aber gut, es kann jetzt auch nicht so viel Schlimmes passieren, weil das Level nochmal spielen ist jetzt auch nicht das größte Drama. So, wir haben auf jeden Fall alle Waddle Dees. Die Frage ist nur, kann ich hier noch irgendwas tun? Da unten gibt's nichts. Ich meine, wenn sie ganz gemein sind, dann geben sie mir so eine Mission im Sinne von schaffe alle Minibosse ohne Schaden zu nehmen oder sowas. Das wäre frech, aber machbar. Was ist das jetzt noch? Okay, noch eine Kapsel. Ist einfach geschenkt. Ha. Wir sind am Ende, aber eine Mission... Ne, zwei Missionen fehlen sogar noch. Oha. Ja, hier ist nichts mehr. Ja, dann müssen wir gucken, was die Missionen sind. Jetzt kriege ich aber nur eine geöffnet. Ah, da müssen wir noch öfter durch. Da müssen wir noch öfter durch. Okay. Außer ich kriege eine erfüllt, weil ich sie automatisch erfüllt habe. Keine Ahnung. Besiege doppelwilde Eisbett ohne... Ja, sag ich doch. Scheiße. Jetzt weiß ich aber nicht, was die andere Mission ist. Ah, das ist doch dumm. Boah, aber den Typ ohne getroffen zu werden besiegen ist auch sportlich, würde ich mal sagen. Na? Ja, und da kommt jetzt dann das... Ich nenn's mal Halbfinale. Auftritt des Bestienkönigs. Okay, wer ist denn der Bestienkönig? Ha. Ah, hier tut sich jetzt was auf. Okay. Und da ist das... Ja, das ist das, was ich meinte. Genau da an der Stelle müsste noch was kommen. Okay. Da ist es auch schon gekommen. Mit welcher Fähigkeit gehen wir am besten gegen den Eistypen vor? Ich meine, Feuer würde sich wahrscheinlich anbieten, ne? Okay, jetzt müssen wir mal ganz gut gucken, ob wir irgendwie hier am Anfang irgendwas... Oh mein Gott. Ich bin gerade so heilfroh, dass die eigentliche Mission ganz am Schluss ist, weil das wird mich jetzt schon wieder mega ärgern. Dass ich das beim ersten Mal nicht gesehen habe. Das wird mich jetzt schon wieder mega ärgern. Aber noch viel mehr hätte es mich geärgert, wenn wir jetzt nochmal das Level gespielt hätten. Und ich dann rausgefunden hätte, dass ich hier ganz an den Anfang zurück muss. Das wäre, ja. Das wäre kompletter Abfuck gewesen. Oh Gott, wir sind viel zu schwach dafür. Dann machen wir das mit den Sternen. Ach, scheiße. Aber das Eis war ja gerade viel zu schwach für ihn. Da bringt das schon mehr Schaden. Aber deutlich mehr Schaden. Holy moly. Ach komm. So. Bis wir zum Feuer kommen, nehmen wir jetzt erstmal den Kollegen mit. Wobei, die Frage wäre auch, ich meine das hier, gerade diese Fähigkeit, dass ich so weit weg bin, das sollte ich vielleicht nutzen für die Eistypen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Nein! Ah, das wäre jetzt zum Beispiel dumm gewesen. Aber gegen ihn ist es egal. Oder sie. Oder es. Ach, Fiederina ist eine sie. Ja, okay, never mind. Dann geh halt kaputt. So, Energie zurückholen. Zack. Kriegen wir überhaupt irgendwo die Feuerfähigkeit? Nee, ne? Scheiße. Was für ein Boss kommt jetzt? Jetzt kam der Hammertyp, ne? Okay, da rein smashen ist nicht die beste Idee. Aber das kann ich auch, mein Freund. Aua. Mann, ich will immer die eine Spezialfähigkeit machen, aber ich krieg's sie nicht hin. Ich krieg's sie nicht hin, ich mach die immer falsch. Das regt mich auf. Aber ist egal jetzt. Kommt jetzt noch ein Feuer oder nicht? Geh halt kaputt, mein Gott. Doch, da ist Feuer, okay. Ich denke, die Feuerfähigkeit ist dann schon gegen Eis am schlauesten. Bin ich ziemlich sicher. So, mal gucken. Ab jetzt muss ich, wenn ich getroffen werde, muss ich Game Over gehen. Okay, so viel dazu. Jetzt üben wir aber. Wir können aber mal kurz üben und mal gucken. Wie leicht das Ausweichen ist. Ja, doch, okay, okay. Ja, okay. Wenn ich aufpasse, kriege ich das schon hin. So, zerquetsch mich mal bitte. Ey, wie viel Energie man einfach hat. Wenn man Game Over gehen will, dauert es einfach ewig. So. Okay, wo starten wir jetzt? Okay, perfekt. So, dann gucken wir mal. Also ein bisschen besser aufpassen. Wenn beide brennen, wäre das schon mal super. Sehr schön. Nein! Oh, in der Luft können sie mich erwischen. Das ist schlecht. Okay, schade. Okay. Also, wegfliegen vor denen ist keine Option. Töten die einen schneller, wenn man den hier... Also, wenn man... Ne? Wie viel macht ein Stern eigentlich Schaden? Ja, okay. Ich überlege gerade, ob das Angreifen mit Dings wirklich so schlau ist. Ich meine, ich verliere jetzt massiv Münzen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben letztes Mal so viel geangelt. Oder irgendwann haben wir so viel geangelt. Ich weiß gar nicht, was im letzten Part war. Aber wir haben so viel geangelt. Na, so, das ist okay. Oh, und übrigens gibt es hier unten auch wieder Münzen. So.
Wow. Also am Anfang rennt der Typ, da muss ich ausweichen. Da darf ich noch nicht mit dem Angriff anfangen. Ich bin so schlecht, ich bin so... Oh, nee. Aber dass man nicht einfach... Das ist halt wieder so dumm gemacht, ein Treffer und du kannst... Das ist halt wieder so räudig gemacht einfach. Ich habe halt echt das Gefühl, es geht schneller, wenn ich das hier mache. Nicht schneller, aber effizienter. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht, dass man, gerade weil es eine Mission ist, es nicht einfach direkt neu starten kann. Das ist so schlecht. So, ich weiß, es dauert jetzt natürlich länger, das nochmal komplett zu spielen. Aber was ich in der Zeit an Münzen nochmal alles mitnehme, weiß ich nicht. Zack, Münzen. Ich überlege gerade, ob ich, aber es kann ich nicht. Also man kann sich eigentlich kaum bewegen, während man Feuer schießt. Das ist der große Nachteil von dem. Gerade wenn man nicht getroffen werden will, ist es der große Nachteil, dass man sich eigentlich kaum, dass man kaum ausweichen kann, wenn man angreift mit dem Feuer. Vielleicht will ich auch den normalen Angriff einfach nutzen. Also vielleicht ist es ja effizienter, ich weiß es noch nicht. Schlecht. Wow. Meint ihr, der normale Angriff ist effizienter? Also einfach mit Sternen angreifen und ausweichen? Also, alleine dieser Effekt, dass der ja weiter Schaden nehme, das ist halt so krass bei dem Feuer, dass die Gegner einfach weiter konstant Schaden nehmen. Das ist ja das Geniale. Also, das ist ja wirklich das Geniale an der Attacke. So, das juckt einfach die nicht. Okay, wie gehen wir es an? Ich weiß es noch nicht.
Allein was die jetzt schon alles an Schaden hier nehmen zusätzlich, ne? Weg! Oh, das war knapp. Es ist jetzt nur noch der. Nein, das darf ich nicht, das ist schlecht. Ich hasse alles. Nein, jetzt erledige ich den auch noch. Das wäre es gewesen, aber ich erledige den jetzt. Das ist das Problem. Das Problem ist, ich erledige den jetzt. Und dann ist ein Checkpoint und dann wird es gespeichert. Ich kann mich jetzt nicht mehr umbringen. Ey, es bringt jetzt nichts, ich kann mich nicht mehr umbringen. Ja, scheiße. Ah, jetzt müssen wir nochmal durch. Aber dafür nehmen wir die ganzen Münzen mit. Scheiß drauf, echt. Es ist so dumm gemacht. Es ist so dämlich gemacht. Ich komme nicht drauf klar, wie dämlich das gemacht ist. Ich hätte einfach nicht schweben dürfen, dann hätten wir es gehabt. Meine Nerven. Meinst du, bekommen wir Kapseln? Oh, scheiße. So bekommen wir Kapseln, so bekommen wir Münzen. Aber es ist einfach dumm. Okay, die Attacke ist nicht die klügste, ne? In den Gegner rein. Es funktioniert zwar grundsätzlich, aber... Ist riskant, ja, ist riskant, okay. Aber es kann einfach so viel schief gehen. Ich nehme jetzt bewusst keine Energie mehr zu mir. Damit, falls es schief geht... Damit, falls es schief geht, ich auch noch drauf gehen kann. Und der Anfang ist immer gleich und ich falle jedes Mal drauf rein. Es ist unfassbar. Aber genau das war die Theorie. Jetzt geht's nämlich schneller, jetzt gehe ich schneller kaputt. Ach Gott. So.
So eine dämliche Mission. Aber guckt euch an, wie viele Münzen wir haben. Ja, und jetzt habe ich natürlich wieder volle Energie. Jetzt kann ich wieder 3000 Mal mich da runterstürzen. Geht es wenigstens ein bisschen schneller dann? Naja. Auch nicht gerade. Ja, das Problem, ich wollte gerade sagen, das Problem ist nur, wenn ich mich von Gegnern treffen lasse, verliere ich mein Feuer. Und das will ich eben gerade nicht riskieren. Ah, so. So, jetzt kommt er gesprungen. Diesmal nicht, mein Freund. Jetzt könnt ihr mich mal. Oh, Scheiße. Okay, ich hatte gerade Angst, dass die nicht aufhören zu brennen. Alles gut. Alles gut. Also es ist natürlich nicht gut, dass es nicht geklappt hat, aber es ist gut, dass sie jetzt nicht kaputt gehen. Heieiei. Aber alleine, dass man sowas hier machen muss, weil man sonst riskiert, dass die Mission schief geht. Ey, das ist... Das zeigt nur wieder, wie schlecht das durchdacht ist. Alleine, dass ich zu sowas hier gezwungen bin, weil ich sonst das Risiko habe, dass die Mission schief geht. Ey, das ist nicht wahr einfach. Die Mission an sich ist voll okay. Ist gar kein Problem, das ohne Schaden hinzubekommen. Ist in Ordnung. Ist eine schöne Herausforderung. Aber, dass man das Level komplett neu spielen müsste, wenn man es schafft ohne und so weiter, das ist einfach schlecht. Tut mir leid, aber das ist einfach schlecht. Ich habe schon wieder vergessen, was der tut. Kurz bedenken, dass das schief geht. Weg! Weg! Okay, der erste ist down und er ist jetzt auch down. Das war's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. An sich keine schwierige Mission. Das Dumme ist halt einfach nur, dass man das nicht so am Stück probieren kann. So. Was ein Schwachsinn. Ohne Witz. Was ein riesiger Schwachsinn. So. Dann holen wir uns jetzt noch das neue Eis ab und dann gibt es den Boss beim nächsten Mal. Dann haben wir diesmal nicht die Situation Brücke und... Also vorletztes Level und letztes Level in einem Part. Weil ich gehe schon davon aus, dass das ein etwas speziellerer Boss ist. Alles deutet darauf hin, dass da irgendein spezieller Boss kommt. Die Welt hört hier auf. Hier kriegen wir nochmal so einen Mini-Boss-Wasch. Ja, also irgendwas kommt da. Ich weiß nicht was, aber irgendwas Ungewöhnliches kommt da. Bestien-Dings heißt's ja. Bestienmeister oder irgendwie so. Bestienkönig. Der Bestienkönig. Oh, hier hat sich auch wieder was getan. Na, dann können wir das noch kurz machen. Roll Kirby Roll kann ich spielen. Okay. Machen wir gleich. Aber erstmal gehen wir... Ja, das weiß ich selber. Deswegen bin ich ja hier. Deswegen bin ich doch hier, Spiel. Ist doch okay. Aber Roll Kirby Roll können wir machen. So. Da, Eisfähigkeit. Jawollo. Ist die erste, ne? Ja, ist die erste. So, was kann ich damit jetzt? Okay. Kann ich die wegschießen? Ah ja, die kann ich... Okay, das ist...
Yo, das ist cool. Und das kann ich auch noch. Okay, also schlittern kann ich immer noch. Ah, okay. Interessant. Funktioniert also selbst bei Bossen. Finde ich gut. So, wo ist Roll-Kirby? Oh, erstmal Geschenk öffnen. Yay, 300 Sternmünzen. So, wo ist jetzt Roll-Kirby Roll? War hier nicht eigentlich auch noch so eine versteckte Münze manchmal? Ach, hier. Genau. Wo ist jetzt dieses Rollding? Weiter oben, oder was? Da ist der... Ach, daneben, okay. Moin, was bist du? Ja, Roll-Kirby, Roll. Oh, ist das... Oh, das sieht interessant aus. Okay. Was ist das mit Bewegungssteuerung vielleicht? Ja, das ist mit Bewegungssteuerung. Okay, ich hoffe, es ist gut gemacht. Oh, sowas mag ich ja. Sowas mag ich ja. Zum Spielen eine Münze zahlen. Ja, let's go. Okay, aber hier gibt es jetzt auch noch keine Gegner. Gegner sei schon. Keine Gefahren. Also ich kann doch nicht in irgendwelche Löcher fallen. Doch, ich kann in Löcher fallen. Ich sehe es gerade. So, jetzt... Okay, wir probieren natürlich den schweren Weg. Yes! Easy. 29 Münzen gewonnen. Gibt's ein zweites Level oder was? Gibt doch bestimmt mehrere Level. Ja, natürlich. Okay. Da gehen wir doch gleich los. Da machen wir doch gleich alle drei Level. Ich denke mal, es wird drei Level nachher geben. Ich denke, da passen drei solche Dinger hin. Ah, sowas ist cool. Sowas ist cool. Da bin ich... Oh, zwei Stück jetzt. Oh, das wird interessant. Okay, erstmal die eine Richtung. Den anderen kann ich noch ignorieren. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ja, scheiße. So weit, so gut. Okay, da drüben ist der Safe. Das heißt einfach da rein. Okay, sehr gut. Ja, das kommen sie beide hier oben an. Jetzt kann ich sie beide in eine Ecke platzieren. Und dann geht's ab ins Ziel. Schön! Sehr gut. Zwei Sterne geschafft. Gib mir Level 3. Das wird interessant da oben. Das wird sehr interessant da oben. Jetzt wieder nur noch einer auch, okay. Das wäre mit zwei auch crazy. Langsam, 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 langsam. Aber ich muss sagen, von der Bewegungssteuerung her ist es schon ganz okay. Ich hab sowas Ähnliches mal auf einem Tablet gespielt. Da war das zwar besser. Aber wir wollen mal nicht zu viel von Nintendo erwarten. Auf dem Tablet macht sowas übrigens massiv Spaß. Weil das Tablet halt viel besser in der Bewegungssteuerung ist. Das hier ist halt... Es ist so ein bisschen hakelig, aber es geht schon. Also... Es geht. Sehr gut. Wenn man es nicht kennt, wie es auf dem Tablet sein könnte, dann merkt man nicht, dass es nicht optimal ist. Sagen wir es mal so.
Okay, oh Gott, das wird jetzt interessant. Yes! Nice. Sehr schön. Und das war's. Ich fürchte, einen vierten Schwierigkeitsgrad gibt's nicht. Ja, komplett abgeschlossen, da unten steht's. Schade, war aber cool. Besondere Herausforderung. Sehr schwer. Ja, wo denn? Ah, jetzt gibt's ihn wahrscheinlich. Oder den Rollkirby. Ich glaube, die Kugel gibt's. Oder ihn mit Schild. Aber wo ist denn jetzt... Hä? Hä? Oder sind jetzt alle... Ach so! Ah, es geht jetzt auf... Oh! Okay, mit Gegnern jetzt. Ich verstehe. Mit Gegnern und auf Zeit. Ja, nice. Oh, runter, 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 rüber, 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 rüber. Oh, die Zeit ist echt gar nicht so knapp. Gar nicht so nett. Nein! Ganz knapp. Ganz knapp. Okay, gleich nochmal. Gleich nochmal. Der Anfang ist ja super easy. Jetzt muss ich nur hier ein bisschen schneller rüberkommen. Dann wird es da drüben auch nicht ganz so knapp. Ah, das ist... Okay, das ist immer der gleiche Quatsch, was ich da fabriziere. Ah, ärgerlich. Aber wir bekommen dafür schön Münzen. Oh, das ist optimal. Das ist optimal. Es hätte optimal sein können. Leider war es nicht optimal. Aber macht nichts. Nein, jetzt kommt er wieder genau verkehrt. Nee, der passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt nur noch runter. Ach, scheiße. Der wäre gut gewesen. Der wäre gut getimed gewesen. Oh Gott, aber der Zweier dann mit Gegnern. Das stelle ich mir interessant vor. Nein, nein, ich muss schneller runter. Yes! Puh, da musste ich ein bisschen auf Risiko gehen, aber ist okay. Sehr gut. Ich glaube fast, der Zweier wird mir schwerer fallen als der Dreier, aber wir werden sehen. So. Okay, ja. Da oben vor allem. Ich habe keine Möglichkeit. Ah, ich verstehe, wie es gedacht ist. Dafür sind die Lücken. Und 30 Sekunden. Ich darf aber auch nicht. Also ich darf nicht. Oh, das wird interessant. Ich darf mich nicht hier lange aufhalten. Du musst erstmal da rein. Scheiße. Wie soll ich die denn sammeln? Ja, wie soll ich die denn diesmal da oben sammeln? Erstmal hier wieder regenerieren das Ding. So. Wie soll ich die denn da oben sammeln? Oh, scheiße. Ah, ich dachte, ich muss am Anfang schnell sein. Ich muss am Anfang auf Risiko spielen und schnell sein, dass ich oben mehr Zeit zum Regulieren habe.
Nein, jetzt ist der gerade runtergegangen. Das passt gut. So, aber wie mache ich das jetzt hier? Ah, okay, der bleibt drin. Okay, der eine... Ich verstehe. Ja, okay, ich verstehe. Der bleibt drin, nämlich. Und wenn ich mit... Also, wenn ich genug Zeit da oben habe... Scheiße. Wenn ich genug Zeit da oben habe... Nein, das war dumm, weil der jetzt gerade runtergeht. Wenn ich genug Zeit da oben habe... Ich wiederhole mich gerne. Shit, jetzt kam der gerade. Wenn ich genug Zeit da oben habe, dann gehe ich erst mit der einen Kugel in dieses Ziel und danach mit der anderen hinterher. Okay, okay, okay. I got it. Dann gehst du jetzt schon mal da rein. Sehr gut. Und dann gehen wir damit jetzt einfach nicht mehr raus. Nice. 20 Sekunden sogar. Also unter 20 Sekunden sogar geschafft. 10 Sekunden. Also der hätte das sogar in 20... Die hätten das sogar in 20 anbieten können. Und es wäre machbar. Hätte ich nicht gedacht. Okay, cool. So, dann... Letztes Level in schwer. Boah, da oben ist jetzt keine Wand mehr. Oh, ist das frech. Okay, in 30 Sekunden auch wieder. Ich bin gespannt. Ja, ich muss auf schnell spielen, es geht gar nicht anders. Ich brauche die Zeit da oben. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt habe ich genug Zeit. Schön ruhig, schön ruhig, schön ruhig, schön ruhig. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Aber es gibt 1000 Münzen, wenn wir das schaffen. Sick. Nein! Oh mein Gott. Nein! Ah! Huch! Ja, über die Zeit muss ich mir an sich keine Gedanken machen. Über die Zeit muss ich mir an sich keine Gedanken machen. Weil wir kommen recht gut hoch. Na, so, hier haben wir jetzt noch 20 Sekunden Zeit. Da kann ich wirklich ganz gechillt dann alles abfahren. Nur, dass ich oben nicht gechillt sein konnte. Ach mein Gott. Ich glaube, ich muss mal kurz wieder hier alles einstellen. So. Kann ich das eigentlich auch während des Spiels machen? Die Kippfunktion zurücksetzen? Ah, kann ich. Okay, sehr gut. Ah, sehr, sehr gut. Okay, jetzt schön vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Langsam, langsam, langsam. Runter, runter. Ah, fast. Okay. Nein. Ja, aber also die Zeit ist nicht das Problem. Wenn man es schafft, hat man die 30 Sekunden auch mitgenommen. Ah! Ah, ich hab's gemerkt, dass ich abgerutscht bin. Ach, Mann!
Oh, scheiße. Ja, das wär eh schief gegangen. Mit dem Ding zusätzlich. Das wäre eh schief gegangen. Okay. Sehr gut. Okay. Jetzt schön ruhig. Es ist alles gut. Nein! Ah! So knapp. Ah, ich hab's gemerkt. Nein, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das haut hin. Ärgerlich. Zum Glück kostet es immer nur 5 Münzen, der Versuch. Also überhaupt kein Münzverlust, wenn man es nicht schafft. Weil wir ja eh, wenn wir es schaffen, 999 bekommen. Also das ist... Da muss ich schon verdammt oft spielen, um hier Verlust zu machen. Nein, der Fall. Ah. Ach, komm schon. Mann, wir waren vorhin so knapp davor. Und jetzt mache ich da unten wieder Quatsch. Okay, jetzt muss ich warten. Na, ah, so knapp davor wieder. Mann, dass ich diesen Steg nicht hinkriege. Na bitte. Okay, ich warte jetzt aber. Ich warte jetzt dieses Ding ab. Ist mir sonst zu gefährlich. Aber jetzt kann ich hier ganz gechillt. Wirklich ganz gechillt. Na bitte. Sehr schön. Zack. Oh mein Gott. 12.000 Münzen jetzt insgesamt. Stark. Also 12.500 fast schon. Yay! Komplett abgeschlossen. Kommt jetzt noch mehr? Superschwer? Gib mir superschwer, komm. Okay, es gibt noch einen Stein. Na gut. Oh, 3! Sweet! Sweet! Sehr schön. Ja, aber damit haben wir dann Roll-Kirby auch schon komplett gemacht. Aber war cool. Hat Spaß gemacht. Hat durchaus Spaß gemacht. Würde wieder rollen. Kirby rollen. LOL, was? Wo kam der denn her? Rillt. Feier ich. Feier ich richtig. Das war ja cool. Okay. Jetzt aber genug hier. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's zum Boss. Ich bin gespannt, wer das ist. Tschüss.